Das hätten wir uns nicht in den kühnsten Träumen erhoffen, erträumen. Es ist wirklich eine unglaubliche Geschichte. Seit 2014 haben wir einen Standort in der Altstadt von Olten. Bis 2016 von externen Glas eingekauft und haben dann irgendein Volumen erreicht, wo wir gedacht haben, ja, es wäre noch cool, selber Glas zu herstellen. Wir haben entschieden, dass es eine neue, super gute Glas braucht in der Schweiz. Wir sind alles drei gelehrte Köche. Wir haben gedacht, ja, Glas herstellen ist nicht so eine Sache. Aber wir haben dann wirklich uns intensiv mit der Materie müssen auseinandersetzen. Das, was die kalte Lust ausmacht, ist sicher unsere Milch. Und unsere Milch überzeugt halt einfach eben der doppelt so viel Fett, doppelt so viel Protein. Und dadurch, dass es eine Bio- und eine Demeter-Milch ist, ist sie geschmacklich überlegen. Was die kalte Lust sicher unterscheidet zu allen anderen, ist, dass wir sehr flexibel sind und kundenspezifisch produzieren können. Also, wenn einer eine Sardellenglasse will, dann ja, machen wir die für dich. Wir haben einmal eine Paprika-Zweifel-Chips-Glasse gemacht. Ja, das war das Ziel von unserem Brand. Ein bisschen provozieren mit «Leck mich doch!» Das fällt auf, das bleibt im Gedächtnis. Wir haben zwei Reklamationen wegen dem gehabt. Wir haben nachher unseren Slogan auch mit einem kleinen Glacé-Cornet ergänzt. Wenn man eine Glacé probiert hat, dann sieht man auch, okay, gut, das ist nicht nur frech, das ist einfach auch sehr gut. Und das Ziel ist eigentlich schon, dass wir die ganze Deutschschweiz beliefern können mit unseren Glacé und die Glacé-Industrie nachhaltiger gestalten können.